Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Nicht allein. Nicht allein. Mit dem Deko. Der Deko ist noch. Hi. So, ich finde auch, ich finde es klasse. Das ist mein erstes Spiel seit. Ich habe keine Ahnung. Echt? Ja, ich habe auch heute schon Killerfolgen aufgenommen und es hat übrigens, oder sie oder es oder was auch immer, Totem für die Generatoren. Ich habe heute schon Killerfolgen aufgenommen, habe seit 5 Tagen auch nicht mehr gespielt. Und das war echt komisch, ne? Es ist wirklich komisch. Das hatte ich auch in der ersten Folge gesagt. Ich denke mir dann immer so, boah, du kannst das eigentlich gar nicht spielen. Das Spiel. Was soll ich denn jetzt machen? Nee, ich mache jetzt einfach einen Generator. Ja, also, wie immer. Ich auch gerade. Und Totem merke ich gerade nicht. Aber. Ja. Weißt du, welcher Killer es ist? Nö, ist auf jeden Fall ziemlich leise. Ja, okay. Ja, ich weiß es, glaube ich. Wer denn? Der neue, ne? Echt? Nee, ja, ach, der Leatherface. Hallo, der neue ist doch jetzt mittlerweile Freddy. Ach so, ja, Entschuldigung. Mensch, Junge. Oh, mit Thanatopia, noch unterwegs. Aber jetzt ist es weg. Ja, aber trotzdem ist Thanatopia da. Das stimmt, aber immerhin ist das Tote weg. Ja, so, liegt die Person jetzt hier auf dem Boden oder was ist los? Nö. Hä? Ja, komm doch. Oh, komm. Upsi. ich kann dich nicht sehen. Das Ding ist ja, ich renne einfach um eine Dings herum, so der sägt mit seiner Säge eben halt durch den Generator durch. So. Ja, schön. Das ist genauso wie mit Anna, ne? Ja, halt dich mal bitte hoch. Achso, ja, siehst du? Ja, ich hab was vergessen. Oh fuck, Alter. Mann, Claudette, Mann. Jetzt bist du zur Hälfte gekommen, ne? Jetzt bin ich schon fast hoch. Ich komm zu dir. Hm? Nee, ich komm nicht zu dir. Nee. Jetzt komm ich zu dir. Nein, ich komm nicht zu dir. Nee. Fuck, Was ist denn das? Oh mein Gott. Ja, der Typ. Die ist auch noch eine. Aber, was? Was soll denn das jetzt? Keine Ahnung, Mann. Der will mich auf jeden Fall. Ich glaube, der wollte jeden. Okay, ich war nicht vorbereitet drauf, ne? Kann ich verstehen. Oh nein, Scheiße. Nee. Ja, der wird mich jetzt töten. Oh fuck, hier ist keine Palette mehr. Und tschüss. So schnell stirbst du denn? Ah, ich hab lange durchgehalten. Ich hab sehr lange durchgehalten. Pass auf, was wollen wir wetten, dass er mich hoch. Nimmt. Er wird mich aufhängen. Ich glaube, mich hängt er auf. Du Drecksau, Alter. Und du hässliche Fratze, Mann. Ja, ich hab ein bisschen genervt, glaube ich. Ja, aber ich. Ja, der hat mich echt lange nicht bekommen. Aber er geht sofort weg. Ich glaube, er hat Barbecue und Chili mit. Oh, dann sollte ich hier weg. Ja, okay. Da. Ich kann was. Ich kann was, liegt auf dem Boden. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Spielweise. Er kommt zurück. Hol dich erstmal, ne? Nee, nee, brauchst du jetzt erstmal nicht, der kommt zurück. Also, er ist jetzt bei mir. Ja, nee, nichts egal, warte erstmal. Der kommt aber gleich wieder. Ja, ich weiß, dass ich warten sollte. Hat er mich gesehen? Ich glaube schon. Nee, doch nicht. Oh, Junge, Alter. Och, mal. Ja, geh noch langsamer. Ja, ich wollte ja. Ich sag, das war eher auch ein anderer. Ja, aber ich. Oh, komm. Boah, ist nicht denn ernst, ey. Ist die Palette weg, ja, bestimmt, ne? Weiß ich nicht. Palette ist weg. Ach, komm, ey. Oh. Hallo, ihr müsst zu mir kommen. Hallo, nicht weg von mir. Oh, der kommt schon wieder. Was ist das denn für ein Killer, Mann? Alles klar, tschüss, ich gesterben.
Nein! Und der ist jetzt hier die ganze Zeit. Ich guck dir jetzt zu. Tut mir leid, aber das bringt nichts. Wie willst du mir jetzt zugucken, wenn ich jetzt diskutiere? Nein, hör auf! Ja, du liegst sowieso an. Du liegst auf dem Boden, du kannst sowieso nichts machen. Die beiden anderen sind einfach die ganze Zeit weggegangen. Na, was soll denn? Hä? Was denn? Weil ich weiß nicht, wie lange ich schon nicht gespielt habe, ne? Ja, ich. So, irgendwie ein Mr. Keine Echo, Ahnung. Der Name ist schon wunderbar. So. Hat sich da jetzt irgendwas in dem Spiel verändert? Hm. Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich war Jahre weg gewesen. Nee, wirklich. Gefühlt. Ich verstehe, was du meinst. Er hat K.O., Thanatophobia und Barbecue und Chili hat er tatsächlich mit, ja. Und ich habe Paprika-Sticks, Pommes-Fritz. Oh, ja, ich hör's. Du hast die älteste Stunde, ich bin nicht gerumpelt, aber. Nö, alles gut. Ach, den nimmt er jetzt hoch und zu mir kommt er zurück, dieses. Arschloch? Nein, sag ich nicht. Aber ich hab's gesagt. Was ist mit der Claudette? Die hätte dich schon. Oh yeah. Wir spielen hier mit fantastischen Menschen zusammen. Gut. Oh Gott, sie leckt. Ja, sie macht erstmal gechillten Generator. Mhm. Ich hoffe, sie weiß, dass er Barbecue und Chili hat. Ich meine, das ist jetzt mehr als offensichtlich. Och Mann, ja, du bist tot. Du bist einfach tot. Tschüss. Ja, ne? Deko, das war's. Mhm. Ich fand die Runde gut. War kurz und knackig gewesen. Ja, absolut. Ja, tschüss, ne? Die ist jetzt. Ja, die ist. Okay, ja, wobei, sie leckt so ein bisschen. Ja. Okay, wunderbar. Wollen wir bitte direkt in die nächste Runde starten? Ich finde. Na, aber gerne. Das war jetzt so eine Runde, von der träume ich immer täglich abends, wenn ich ins Bett gehe. Dann denke ich mir so, wenn ich Dead by Daylight spiele, möchte ich genau so eine. Okay, die haben auch 40 Stunden, dann ist klar. Ja, aber ich meine mal, so sehr Leatherface rennt um eine Palette eben mit seiner Kettensäge, mhm, und die Stange, die da oben ist, also die hält die mich auf. Alles tja. Klar. Weiß ich ja nicht, ne? Der neue Lieblingskiller. Mhm. Ja, also den viel beschissener als den Freddy, ne? Echt? Ne, bei mir top Freddy, kann einfach Freddy gar nichts toppen. Was? Du bist doch gar nicht von was redest, man. Ja. Ist ja so. Schau dir mal bitte meine Spiele gegen Freddy an, dann weißt du, von was ich rede. Na, weil du einfach viel zu viel Schiss hast. Schiss? Schiss? Ja, Schiss. Nee, ich bin einfach Noob. Sprichst du aus? Verdammt nochmal. Ich wollte es jetzt nicht so sagen, aber der ja schon. Ja, siehst du? Mein Gott, warum alle so schön reden? Brauchen wir gar nicht. Nee, stimmt. Das weißt du, wie fies das ist? Weißt du, Deko frisst die ganze Zeit hier nebenbei und ich hab nichts und ich wünsche mir Chips. Toll, danke, Deko, danke. Danke für deine Liebe, die du mir gibst. Ich hab keine Chips, ich hab Pommes Fritz in einer ungehörigen Form. Mit ähnlich, also sehen aus wie Pommes. Okay, jetzt hasse ich dich noch mehr. Ich hoffe, das ist dir bewusst. Ich nehme mal ein nagelneues Teil mit. Ich nehme das mal mit. Damit kannst du mich auch nicht retten. Und zieh dich einfach noch viel greller an, am besten. Hallo, ich muss doch mal was bieten hier, irgendwas zeigen, mal was Neues. Ich finde richtig heiß aus. Kannst du super was von bieten, Alter. Ja, aber ich spiele so oft Claudette und jetzt habe ich richtig Bock auf die wunderbare Mac. Sie ist in grün gehüllt. Ich finde es schön. Also vor allem dieses Neongrün. Das ist kein Neongrün, man, das ist auch kein Gelb, man, das ist einfach Popel, Alter. Ehrlich. Also wenn mein Popel so aussehen wird, ne, ich glaube, dann ist irgendwas mit mir nicht ganz richtig. Wenn der Popel von irgendjemandem so aussehen würde. Sehen deine Popel nicht so aus? Dann würde ich sagen, na Freund, vielleicht müsstest du mal zum Arzt. Oder lieber nicht, weil sonst wird mit dir Geld gemacht, weil du wahrscheinlich irgendeine genetische Evolution hinter dir hast oder irgendwas sich verändert hat. Mutation meine ich, nicht Evolution. War schon ein langer Tag bei dir gewesen, ne? Scheiße, Deko, es war so ein langer Tag. Ich wollte wirklich echt, ich bin seit heute Morgen, weil wir haben heute Montag übrigens. Wir nehmen jetzt ein paar auf. Wir haben Montag? Ja, nee, wobei mittlerweile Dienstag. Ich habe morgen wieder einen ganzen Tag Uni, von Beginn an, also von früh bis spät. Bin erst um 18 Uhr zu Hause. Mega geil, freue ich mich drauf. Auf jeden Fall nicht. Und, aber das ist es noch nicht mal. Das Problem ist,
dass ich nehme mir das vor, dann aufzunehmen und mache das dann auch wirklich. Aber ich denn, man merkt das, glaube ich, in manchen Aufnahmen auch. Und ich habe auch richtig Bock zu zocken, aber ich bin so müde. Manchmal bin ich so müde, dass ich so leise bin. Dass ich so wenig rede oder nur so einen Scheiß rede oder keinen deutschen Satz rausbringen kann, weil ich einfach viel zu... Also, dass du so leise bist, kann ich nicht bestätigen. Du bist auf jeden Fall ziemlich laut bei mir. Ja? Ja, so soll es ja auch sein, ne? Schreist mich förmlich an. Okay, wer ist es? Das ist der Fallleger. Also, ehrlich jetzt? Ja, ja. Stimmt. Boah, ich frag doch nur ehrlich und direkt. Oh, lol! Falle, ey. Aha. Woher wusste er, dass ich hier bin? Na, der hat einen. Keine Ahnung. Das Auto? Ja, lauf doch. Was denn? Oh nein. Läuft, oh nein. Warte mal kurz. Ich wollte mir nur. Oh nein, warte mal kurz. Okay, hast du mich gerade ausgelacht? Nee. Du hast mich gerade ausgelacht. Das ist, nennt sich Karma, mein Freund. Karma is a bitch. Ich hab bloß einen kleinen Puppel da eben. So, ah, pass auf, da irgendwo hat er eine Falle gelegt. An irgendeiner Tür. Hier. Ich habe schon mal Punkte gemacht. Das freut mich. Warte mal. Hier wird schon ohne Falle sein, ne? Nee. Ist da hinten? Komm. Ist komplett spannend jetzt für mich, weil ich das schon seit geführt einem Jahr nicht mehr gespielt habe. Jetzt Chase, Spiel. Ja, also ich finde, das, dann wird es auch erst richtig lustig. Okay, vielleicht hätte ich mich doch ein bisschen auffälliger kleiden sollen. Wobei, jetzt bin ich wach. Also ich bin jetzt gerade wach. Oh, da liegt einer. Ich glaube, der Flo ist nicht so wach. Der macht gleich ein Nickerchen. Der Flo. Oh. Oh. Der Flo macht ein Nickerchen. Oh, 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 oh. Okay, er bleibt auf dem Boden. Nee, doch nicht. Er bleibt nicht auf dem Boden liegen. Wir sollten vielleicht mal einen Generator machen. Was meinst du? Nein. Nicht? Nein, hör auf. Achso, er setzt wahrscheinlich gerade seine Taschenlampe wieder ein. Mano! Achso, ach Mano. Ja. Das passiert, wenn man ja nicht mehr Dead by Daylight gespielt hat. Ja, mindestens. Mhm. 2 Jahre, glaube ich. Jetzt bin ich wieder da, Leute. Freut euch! Bist du bei ihr? Oder bei ihm? Oder okay, er ist wieder. Oh. Ah, schön. Ich weiß nicht, ob du das schon gemerkt hast, aber wir haben keine Granate gemacht, ne? Ja, ich bin gerade die ganze Zeit an einem. Ich bin jetzt bei 80%. Und er hat noch nicht mal Thanatophobia mit. Oh, er nimmt direkt den Flo mit. Das ist... Hast du ihn geholt? Nee, oder? Nein, der Deko würde sowas nicht tun. Ah, da sehe ich dich, Deko. Du warst oben. Du warst auf der Treppe. So. Gehst du zu ihm hin? Ja, aber der ist hier. Okay. Ich versuche. Boah, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin so schnell mit ihr. Täusche mich aber auch. Okay, ist hier irgendwo eine Falle? Das ist wie eine Puppe. Die macht die ganz schnell. Ja! Das muss es sein. Okay, hier ist keine. Oh Gott, Entschuldigung. Jetzt bleib doch mal stehen! Schwarze! Ja, wirklich, ja, sie hat Angst vor dir. Hallo, wenn ihr so ein Rassist hinterherläuft, was soll sie machen? Was? Ja, bloß wenn ich glatt habe. Ja, genau. Ich bin ein bisschen radikal gekleidet, aber. Dir denkst du würdest dann stehen bleiben? Nö. Weißt du, kommt so ein Irrer mit einer Glatze in der Taschenlampe, will sie wahrscheinlich verkloppen. Und hat noch so ein Smiley auf dem T-Shirt. Beziehungsweise, nein, ein Faden. Was hast du? Auf dem T-Shirt? Fadenkreuz, ne? Ja. Da muss sie ja Angst haben, hallo? Was soll sie denn machen? Soll sie sagen, oh na, komm, hier bin ich, kannst mich nehmen? Ich bin doch total lieb, man, das sieht man noch an meinen Augen, mein... Oh, shit. Mann, das kann doch nicht wahr sein, du Schwarze! Das gibt's doch wohl nicht! Ist da gerade alles vorbei? Ist da gerade alles uns vorbeigelaufen und lässt knallen? Tja, das ist natürlich unpraktisch. Mann, du bist aber sehr beleidigend heute, Deko. Was ist los bei dir? Was soll ich denn sagen? Du hübsche Frau. Ja, aber die ist schwarz. Ja und? Dunkel. Ich finde du... Oh, fuck. Ja, du solltest mal lieber aufpassen, was du machst, ne? Scheiße, Mann.
Alles ja, cool. Toll, wegen dir sterbe ich jetzt, oder was? Was? Ich bin in eine Falle gelaufen, wegen mir stirbst du jetzt. Ja, du mich auch. Ja. Oh nein. Nö. So, ich heile mich mal hier. Ich laufe mit den Killer hier so ein bisschen rum. Ja, mach das. Lass dir Zeit, ne? Also ich gebe euch ein bisschen Zeit. Ja, das ist, finde ich nett, das finde ich nett. Oh, guck mal, du bist einmal angehatet. Oh Gott! Der wird aber. Oh, der ist schnell. Oh, ist der schnell. Oha. Oha. Nennt sich auch Fallenleger. Oh Gott! Ich gehe. Der Deko geht. Der hat da nur Falle. Ach, okay, du hast mit ihm gespielt. Nein. Kann ich doch gar nicht mehr. Nee. Ja. Lass mich einmal anderen gegen dich spielen und dann zack. Aha. Mhm. Kannst du auf jeden Fall nicht mehr. Nein. Okay. Der Generator ist jetzt hier fertig. So, ich regel das hier für uns, weißt du? Ja. Peace macht das eh, ne? Ja, ich weiß. So, ich habe immer noch mein neues Teil. Okay, perfekt. So, ich benutze jetzt mal mein nagelneues Teil. Läuft ihr dir hinterher? Egal. Konzentration. Fuck, Deko, er kommt hier hin. Doch nicht. Konzentration. Ich mach weiter. Oh Gott. Konzentration. Jetzt hinter mir her. Oh Gott. Psst. Was soll ich jetzt? Scheiße. Sag doch nicht. Nice. Oh, Adrenalin. So. Kein Adrenalin. Oh. Kann ich mich. Also würde ich dir empfehlen, ist ganz cool. Ja, aber dann sind meine anderen schönen Perks weg. Ich ja auch. Ja, das stimmt allerdings. So, ich mache das eine Tor auf. Wo bist du denn, Dekolein? Ich bin am Heilen gewesen, so, weil das ist das Einzige, wo ich eben Punkte bekommen habe. Achso. Ja. Generator gemacht. Ja, durch den Heal bringt das ja auch was, ne? Ich habe bis jetzt. Und mein, ganz ehrlich, manchmal ist es auch einfach die einzige Lösung, die man im Leben hat: sich zu heilen, damit man nicht stirbt. Und wenn du dafür noch Punkte bekommst, ja, was willst du mehr, Deko? Ich habe jetzt das alles euch Frauen überlassen, ne? Oh oh. Die ganzen. Okay, er läuft zu der einen. Zum einen Ausgang. Da liegt er in der Falle hin und da ich keinen Bock drauf habe, gehe ich zum anderen Ausgang und gehe raus. Ich finde die Idee super. Wo bist du? Na, am anderen Ausgang. Ja, wunderbar. Dann ja, komm. Pumpe, komm mit. Hallo! Ich geh raus. Tschüss. War eine schöne Runde. Ich habe irgendwie so in diesem Spiel einfach so fast gar nichts gemacht, außer Generatoren. Ich habe auch nichts gemacht. Ich habe meinen Generator nicht fast. Ja. So, dann bin ich weggerannt und. Dann war das Spiel auch schon vorbei, wa? Ja. Ey, guck mal, wir haben immer noch am meisten Punkte. Das ist aber eigentlich nicht fair. Also, ich habe wirklich null in diesem Spiel gemacht. 68 Spielstunden hat der Gute. Wow, 14.000. Mhm. Ah, muss man einmal hier auf unserer Schulter klatschen vor allem. Klatschen auf unserer Schulter, haben wir fein gemacht. Klatschen wir mal, wa? Warum bin ich eigentlich so hoch im Rang? Was ist da los? Was ist denn da los? Stimmt. Eigentlich war ich auch immer. Du bist viel schlechter als ich. Ja, also keine Ahnung. Viel besser als ich, wenn ich. Ja, ich weiß es nicht. Wer weiß das schon? Okay, meine Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Abend. Nicht nur eine Folge oder so? Nee, das waren jetzt zwei. Ehrlich? Ja. Stimmt. Die erste haben wir verkackt, die zweite war gut. Perfekt. Guck mal, es ist schwach, es hat schwach angefangen, wie meistens im Buch. Wird aber stärker. Und es wird immer stärker. Ja, genau. Also ich finde, das war doch supi-dupi. Okay, ich glaube, wie gesagt, müde, kein Essen, Schlafstörungen habe ich eigentlich nicht. Ich habe nie Schlafstörungen. Aber mein Schlafrhythmus ist momentan einfach im Arsch, Leute. Er ist komplett im Arsch. Der ist gar nicht vorhanden, dieser Rhythmus. So, ich finde, das passt besser. Weißt du, was da hilft? Ungarische Pommes Fritz in der Tüte. Weißt du, was da noch besser hilft? Mhm. Einfach mal früher schlafen gehen, glaube ich. Was meinst du? Mhm. Eventuell könnte das doch sein. Okay, meine Lieben. Also, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss.